Torwald, ich finde, dieses Jahr können wir uns endlich was leisten. Aber verschwenden dürfen wir auch nichts. Wenn sowas Schlimmes passieren würde, dann wären mir Schulden auch egal. Da. Schöner Gedanke, dass man endlich eine gute, sichere Stellung hat. Nicht mehr eine Sehnsucht oder eine Trauer, von der ich zehren könnte. Du denkst, Torwald könnte etwas für dich tun. Stimmt. Ja, das soll er, Christine. Du bist ein Kind, Nora. Vater hat uns nichts gegeben. Und deinem Mann hast du es nie erzählt? Ach Gott, wo denkst du hin? Stell dir vor, jetzt hat sie die weite Reise auf sich genommen, nur um mit dir zu sprechen. Du kannst mir zuliebe doch was für Christine tun, nicht wahr, Torwald? Wären sie so gut, ihren Einfluss zu meinen Gunsten geltend zu machen? Sie wollen meinem Mann doch nicht erzählen, dass ich ihm Geld schulde. Seit gestern früh ist mit dir was passiert. Kein Mensch braucht davon zu erfahren, es kann ganz unter uns bleiben. Mein Mann darf niemals davon erfahren. Ins kalte, schwarze Wasser? Das macht mir keine Angst. Wer sich einmal verkauft hat für andere, tut das nicht noch einmal. Hilmar muss alles erfahren, dieses unselige Geheimnis muss heraus. Die beiden müssen sich gründlich miteinander aussprechen. Es kann so nicht weitergehen mit dieser ganzen Heimlichtuerei, diesen ganzen Ausreden. Ihr habt mich nicht geliebt. Es hat euch nur Spaß gemacht, in mich verliebt zu sein. Du und Papa, ihr habt mich auf dem Gewissen.